Hi und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja. Leute, ich darf jetzt endlich nach langer Zeit, nach einem nicht, ja, das ist jetzt gerade ein nicht vorproduziertes Video, darf ich es endlich sagen. Wir sind jetzt, also ihr seid jetzt 104 Abonnenten, wenn sich die Zahl jetzt nicht nochmal geändert hat. 104 Abonnenten. Das ist die letzte Zahl, die ich gerade im Kopf habe. Und ich bin froh darüber. Also wow. Ich meine, Nebulos-Zeit ist längst vorbei. Dann war eine lange Pause. Dann kam Sword Art Online. Und ab danach haben wir sehr viel Abonnenten noch hinzubekommen. Und da jetzt gerade in-game nichts Großartiges läuft, kann ich jetzt leider kein Special machen, weil mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich machen könnte. Weil man sieht ja, das Event hat sich nicht geändert. Chaos Boss habe ich jetzt für heute schon gemacht, den 70er Solo. Vielleicht kann ich ihn noch eingeblenden. Ich habe den sogar noch aufgenommen. Ja, das war halt wieder dieser Gedanke, so voraufnehmen, vorproduzieren. Du weißt nicht, was jetzt als nächstes jetzt die Tage kommen wird von Real Life und so. Und noch eine andere Sache. Ich habe für euch, also für Abonnenten, einen eigenen Discord-Server aufgemacht. Ja! Ihr seid da herzlich willkommen und ihr könnt ruhig drauf joinen. Link in der Videobeschreibung. Und es ist nicht nur für Abonnenten, sondern auch für Leute, die das Spiel zocken. Das heißt, es gibt dann Rollen und halt für jede Rolle gibt es dann, fast für jede Rolle gibt es einen separaten Chat neben den allgemeinen. Und da hat, Alter, was läuft denn draußen, Alter? Elefanten. Durch diesen Typen habe ich gerade den Faden verloren. Für die Rolle gibt es auch einen eigenen Chat. Das heißt, alles schön getrennt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Server. In der Hoffnung, dass da alles jetzt mit Leben gefüllt wird. Und jetzt die Frage, was machen wir? Ich hätte mir jetzt mal vorgenommen, Deutsch ist sehr, very, very gut. Ich habe mir mal vorgenommen, ein bisschen hier Questboard Farming. Und zwar für Avatar Boss 2, Boss Avatar Ebene 2 halt. Und ja, jetzt sagen wahrscheinlich der eine oder der andere so, langweilig, aber das Ding ist halt, das Spiel besteht halt nur aus Farmen. Ne, also, sobald man eine Ebene komplett abgeschlossen hat, also wenn man das alle Ebenen jetzt komplett abgeschlossen hat, ich bin jetzt Ebene 13, Ebene 30 habe ich abgeschlossen, es ist keine Ebene 14 da, dann besteht der Rest vom Game einfach nur aus Farmen. Level Farmen, Material Farmen. Events farmen für das Item. Bosse farmen für die Items. Für die Avatare. Dann besteht alles nur aus Farmen. Mehr kann ich gerade nicht machen. Tut mir leid. Dann würde ich jetzt einfach mal Questboard Boss Avatar farmen und Let's go. Let's do this. Oh. Ja, Manticore könnte ich noch machen, das Ding ist nur in den 70er nicht. Ja, ich kann nur den 90er machen. Und 90er ist richtig ätzend. 90er ist richtig pervers, was Schaden angeht. Ist richtig ekelhaft. Allein wegen dem Fokus, wo man halt rausdodgen muss. Das ist richtig pervers gemacht worden bei Manticore.
weil das geht so schnell. Da muss man wirklich flinke Finger haben. Weil sonst hat man sehr viel Schaden abbekommen und das ist richtig ekelhaft. Ja, die machen jetzt auch den 90er. Dann kommen wir gerade noch so vom Questboard weg und machen jetzt einfach mal Manticore Level 90 und hoffen, dass wir nicht verrecken, aber wir verrecken so oder so. Oh, ich warte jetzt noch mal eben, bis ich die Einladung bekommen habe und dann halt rüber gejoint bin und dann geht es weiter. Ja, wie seht, stehe ich immer noch hier. Oh, hoppla. Da ist schon einer reingejoint. Und es ist gerade Full Party bei denen. Oh Mann, ey. Es läuft heute ja mal alles richtig, richtig gut. Alles klar, okay. Sie sind nicht da. Sinus könnte ich Manticore doch nicht machen. Es sei denn, es ist gerade wirklich komplett hin und her gerade. Ja. Das Video läuft dann mal richtig geil, ja. So ein richtiges 100-Abonnenten-Special in Anführungszeichen Video. Na dann, wenn das halt so ist, mache ich so ein bisschen Questboard. Bisschen Questen. So, let's go.
oder 4 Stunden intensives Farmen mit zwischendurch klitzekleine Eispausen. Ich habe zwischendurch mal ein Eis gegessen. Habe ich jetzt 90 Bullbirds. Und wie viele von dem anderen Zeug? Sekunde, ich schaue das jetzt mal gleich nach. Aber das müsste schon einiges sein, oder? Und 34 dieser Bullhorns habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Und zwar darf ich jetzt den Avatar craften und den werde ich auch anziehen. Und somit mir einen neuen Look verschaffen. Ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange. Ich habe jetzt lang genug gewartet. Und ja, oh Gott, endlich. Mein erster Boss-Avatar, den ich jetzt wirklich zu Ende gefarmt habe. Und ja, let's go. Produzieren. Ja, Mann. Gib mir das Zeug. Alter, ja, Mann. Jammer, alles genau abgestimmt beim Bullbird. Oh Gott, Leute. So, Sekündchen. So. Dann auf Dings, Equipment. Und dann Avatar. Boah, der Mantel geht jetzt mal weg. Alter, look, wie heftig das schon aussieht. Oh mein Gott. Und die Hosen natürlich nicht vergessen. Alter. Scheiße. So, die Kapuze, die gibt's weg. Diese ersetzt sich durch die Maske natürlich. Oh Gott. Die Maske könnte ich rein theoretisch behalten, aber das hier geht weg. Die gehen weg. Weil sonst sieht man halt hier das Orangene da nicht. Alter. Und der Schwanz, der kann theoretisch einfach bleiben, oder? Der Demon-Schwanz, ja. Maske auf. Oder wie sehe ich ohne Maske aus? Ich sehe damit einfach viel zu niedlich aus. Nein. Ich müsste böse aussehen. Ja, Mann, meine Logik. Ich habe eine Maske auf dem Gesicht drauf und eine auf dem Kopf hängen. Geil, Mann. So, dann hätten wir jetzt endlich den Taurus King Avatar. Besser gesagt auch den Bull-Avatar. Und damn, sieht der nicey-dicey aus. Oh Gott, ja man, Leute, checkt ab. Warte mal, ich geh jetzt in diesen. Oh Gott, ist das. Oh ja. Jesus Christ, Alter. Ja, was willst denn du? Was willst denn du? Hä? Ach komm, seien wir nett. Seien wir einfach mal nett. So. Gut, war es das mal von mir. Ja, so. Ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Junge, kannst du mal bitte... Ah, nein, ich will noch nicht so. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Sword Art Online Gaming. Und ja, bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.